Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zur zweiten Staffel von Pillars of Eternity. So, wir sind am Ende der letzten Aufnahmesession in den Schwarzauen angekommen. Absolutely. Die wollen wir erstmal nur durchqueren und ich glaube. Entschuldigung. Dass sich die Quest, die Lieferung des Schmieds aktualisiert hat. Genau. Ich bin in den Schwarzauen eingetroffen. Tuatano hatte viel über die Gefahren dieses Ortes zu erzählen, der vor Tieren und Gesetzlosen nur so zu wimmeln scheint. Das Absuchen der Straße könnte zu einem Hinweis auf das Schicksal des Waggons, des Wagens, nicht Waggons, das ist kein Zug, oder sogar der Lieferung selbst führen. Mhm. Das machen wir allerdings erst etwas später. Dich ignorieren wir gekonnt. Du bist nämlich ein langsamer Troll. Nichts Gefährliches. Wir wollen nämlich nach Kittenua durch. Ja, und ich werde wahrscheinlich in dieser Aufnahme, in dieser Staffel auch nicht so viel Rollenspielern. Dumm. Ich werde halt nur versuchen, so zu tun, als ob ich bestimmte Sachen einfach nicht kenne. Für die Leute, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Die allerdings selber schuld dran sind. Oder um das Spiel ein bisschen, die Staffel ein bisschen spannender zu machen, indem ich nicht zu viel vorwegnehme, weil ich ja schon ziemlich viel kenne. So, auf nach Kittenua. Also ja, zum Beispiel jetzt das, was ich gerade mache, dass ich in Kittenua mir erstmal unser fünftes Gruppenmitglied hole. Das letzte Gruppenmitglied für den Augenblick auch. Da sind wir nämlich schon mal zu fünft. I'm here. Ja, da ist Kanna. Auch wenn Kanna meiner Meinung nach eher ein weiblicher Name sein sollte. Obwohl er heißt ja Kanna. Ich sollte den Namen schon richtig aussprechen. Kanna. Gleich neben dem Weg nach Kittenua steht eine imposante Gestalt. Ein großer, untersetzter am Mauer. In einer abgenutzten Rüstung, der die Außenmauer der Burg hinaufspäht. Er hat ein kleines Stück Holzkohle in der Hand, mit der er fieberhaft Notizen auf einem kleinen Stück Papier macht. Mehr als einmal muss er seine farbenfrohe Kappe davon abhalten, ihm beim Hinaufschauen vom Kopf zu rutschen. Was machst du denn da drüben? Das modrige Mauerwerk muss ja faszinierend sein. Weggeh, das modrige Mauerwerk muss ja faszinierend sein. Der Mann blickt zu dir herüber und blinzelt überrascht. Sein Gesicht lockert sich zu einem sehr breiten Grinsen auf und er wirkt dir über das Pergament. Er winkt dir über das Pergament hinweg zu. It is. Well, not the wall itself, perhaps. The construction is very traditional. There are names scratched upon some of the bricks. Just there. Workers and masons, I expect. Carving a little immortality for themselves. It's a fine keep, Kadnua. Two centuries to its name and abandoned for nearly as long. In der Tat. Naja, die Mauer selbst vielleicht nicht. Der Bau ist sehr traditionell. Gleich da drüben wurden auf die Ziegelsteine ein paar Namen eingeritzt. Vermutlich Arbeiter und Steinmetze, die sich verewigen wollten. Mit dem vollen Gesichtsausdruck schaut er abermals die Mauer hoch. Kittenua ist eine gute Burg. 200 Jahre ist ihr Name alt und fast so lange war sie verlassen. Bis auf Meerwald. But the truly interesting part is in there. And I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Der wirklich interessante Teil aber ist da drin. Er deutet mit dem Stück Holzkohle auf die Tore. Und viel Glück beim Erreichen der Burg selbst hatte ich auch nicht. Ich hoffe, den Herrn dieses Ortes zu finden, einen Mann namens Meerwald. Aber entweder liegt ihm seine Privatsphäre sehr am Herzen oder er wurde von seinen Hausgästen verschlungen. Ich bin auch gekommen, um nach Meerwald zu suchen. Was willst du denn von Meerwald? Warum bist du nicht hineingegangen? Fragen wir ihn erstmal, was er von Meerwald will. Knowledge. Or, to be less clever about it, a certain text. I've come in search of a great treasure, you see. Not gold or silver, but the Tanvi Oratoa. You might call it the Book of Virtues. It's a sacred text of Rauatai, but we possess only a small fragment of it. Wissen, er grinst. Oder mit einfacheren Worten, einen bestimmten Text.
Ich bin auf der Suche nach einem großen Schatz hierher gekommen, musst du wissen. Kein Gold oder Silber, sondern das Tanvi Orator. Man könnte es auch das Buch der Tugenden nennen. Ja, das ist halt Amauer-Sprache. Es enthält heilige Texte von Raotai, aber wir besitzen nur ein kleines Fragment davon. Ein Jahr war ich auf der Suche nach dem Rest und ich habe Hinweise gefunden, die mich glauben lassen, dass sich das Original gleich da drüben befindet, unterhalb der Burg. Ich möchte Werwald fragen, was er darüber weiß. Und du, meine Freundin, warum bist du hier? Anscheinend bin ich etwas, das mein Wächter nennt und Werwald kann mir sagen, was das zu bedeuten hat. Ich möchte auch mit Werwald sprechen. Kein besonderer Grund, das ist nicht deine Sorge. Gut, er war so offen, uns zu seinen Grund zu sagen. Das hätte er uns ja auch nicht sagen müssen. Also scheint er ein ziemlich vertrauensseliger Typ zu sein, vor allem mit seiner guten Laune. Deswegen können wir ruhig auch mal ehrlich zu ihm sein. Weil wir ja auch noch keine Ahnung haben, wie es hier eigentlich im Dürrwald so zu sich geht mit der ganzen Beseelungsgeschichte. Wir haben ja nur die Gerüchte gehört, dass Beseeler hier zwar legal sind, aber nicht so gern gesehen sind. ja. Und ja, Kana ist ja aus Raotai, also eigentlich aus dem Ausland. Da hat er vielleicht ein etwas offeneres Ohr darüber, dass ich ein Wächter bin. Ein Watcher? You've spoken with spirits? There are many questions I would ask, if I could do the same. Ein Wächter? Er blickt dich mit unverhohlener Neugier an. Hast du mit den Geistern gesprochen? Wenn ich das auch könnte, gäbe es vieles, was ich sie fragen würde. Naja, vielleicht können wir einander... Naja, vielleicht können wir einander vielleicht helfen. Das ist gut. Vielleicht können wir. Das Gelände ist mit allerlei Biestern verseucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Alleine wollte ich es nicht riskieren. Du aber scheinst mir fähig zu sein. Das ist ein T statt einem R, aber egal. Zusammen können wir es sicher schaffen. Und dann können wir beide mehrmals unsere Fragen stellen. Ja, bei solchen Fragen kriege ich immer, bei solchen kleinen Tippfehler kriege ich immer die Neugier zu gucken, wie weit die Tasten auseinander sind. Das haben wahrscheinlich viele so. Und R und T liegen ja direkt nebeneinander, also ist das jetzt hier nicht so tragisch. Ich weiß, was gemeint ist. Und in anderen Spielen kommen solche Fehler ja auch oft genug vor. Zum Beispiel Baldur's Gate hatte ich das auch oft genug und Baldur's Gate ist alt. Dann lass uns Werwald aufsuchen. Ich bin nicht hier, um alte Reliquien auszugraben. Du bist auf dich selbst gestellt. Ich fürchte, momentan kann ich dir nicht helfen. Dann lass uns Werwald aufsuchen. Hervorragend. Geh voran, meine Freundin. Ich werde dir auf dem Fuß folgen. Oh, Moment. Wo wir gerade dabei sind, ich sollte dich zuerst warnen. Bei Orders 10, das habe ich fast vergessen. Manchmal ist mir jemand gefolgt. Es begann in Edir und in Xamittel. Haben sie mich gleich angegriffen. Ich glaube, sie wollen nicht, dass ich finde, wonach ich suche. I say believe. But I have been told as much by one of my would-be assassins. I pay them little mind. Humorless swords and long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Ich sage, ich glaube es, aber das hat mir einer meiner Möchtegern-Mörder erzählt. Er schnaubt. Ich beachte sie kaum. Humorlose Kerl in langen Roben. Aber weißt du, aus diesem Grund habe ich das Schwert mitgebracht und es ist nur gerecht, dass du es auch erfährst. Ich werde ein Auge offen halten. Lass uns aufbringen. Was sind schon ein paar Mörder verglichen mit unserer Freundschaft? Das scheint dich ja nicht so nicht aufzuregen. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Ich werde meine eigenen Wege gehen. Kana ist halt ein ziemlich charismatischer Charakter, kann man sagen. Den muss man eigentlich gern haben. Also, ich habe ihn eigentlich recht gern und... Ich habe es in meinem Tyranny Let's Play schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube sogar, dass der Synchronsprecher von Kana derselbe Synchronsprecher ist wie der von Beric. Und Beric mag ich auch einfach nur. Also, was sind denn ein paar Mörder verglichen mit unserer Freundschaft? I'm glad you're not discouraged. Come then. Who knows what we will find inside? Er lacht. Ich freue mich, dass du dich nicht entmutigen lässt. Also komm, wer weiß, was uns im Inneren erwartet. Das Rad der Zeit, eine neue Quest. Der Bauer Kana aus dem Nordteil von Raotai ist auf der Suche nach einer heiligen Schrift in den Dürrwald gekommen. Dem Tanvi Orator, beziehungsweise dem Buch der Tugenden.
Daheim hat des Suchens glaubte, die Schrift auf einer Tafel aufgespürt zu haben, die sich in der unter Ketnur begrabenen Ruine befindet. Er ist begierig darauf, die Ruinen zu erkunden und hat mich diesbezüglich um meine Hilfe gebeten. Bis dahin scheint er mir gern Gesellschaft auf meinen Reisen zu leisten, obwohl er Kleinlaut zugegeben hat, dass das zum Teil daran liegt, dass er von mysteriösen Mördern gejagt wird. Mhm. Kada hat in der Hoffnung, einen Unterstützer zur Überquerung des mit Monster verseuchten Burghofs zu finden. Vor den Toren der Burg gewartet. Er glaubt, dass Meerwald die Antwort über die von ihm gesuchte Tafel kennen könnte. Anscheinend sind wir beide auf der Suche nach diesem alten Wächter. Mhm. So, Level Up Kana erstmal machen. 2 Punkte in Athletik, 2 Punkte in Überleben erstmal. Und weiter. So, jetzt können wir eine von Kanas Liederbeschwörungen auswählen. Ich find die Namen von den Beschwörungen bei den Sängern immer so lustig. Ja, Sänger. Ready Davids Geist sollte jedoch nicht ruhen und Hail Hyraf krachte auf den Schild. Weder gefällt von der Axt noch gebrochen vom Sturm. Also weder gefällt. Der Donner rollt wie Wellen auf schwarzen Meeren. Dreimal erfuhr sie Unrecht, dreimal erfuhr sie gerechte Rache. Weiße Würmer wandten sich in den Bäuchen der Toten. Oh ja, das hier ist übrigens lustig. Wir hatten ja in der letzten Aufnahmesession in Goldtal so einen Rückblick in die Vergangenheit, wo es auch um einen Sänger ging, der Maden aus Xaurifs Leichen hat kommen lassen, die explodiert sind. Und das ist genau dieser Zauber hier. Führt dazu, dass er in der Nebenbezogen der Feinde explodiert, wobei 3 weiße Larven ausgestoßen werden, die umstehende Feinde zerschmettern. Mhm. Entzieht der Umgebung elektrische Energie, um 3 Blitze zu erzeugen, die alle in ihrem Weg Schockschaden zufügen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Feinde im Wirkungsbereich betäuben. Steigert die Schadensreduktion aller Verbündeten im Wirkungsbereich gegen Hieb- und Schockschaden. Verringert die Schadensreduktion von Feinden im Wirkungsbereich. Und das hier lässt ein Phantom erstehen. Ich nehme mal das, was die Schadensreduktion der Gegner verringert. Dass sie schneller umfallen. So, uralte Erinnerung. Beschwört eine uralte Energie herauf, durch die alle verbündeten Reichweite von einer konstanten Regeneration der Ausdauer profitieren, während der Sänger zaubert. Gewährt Talent uralte Erinnerung, passiv. Muss Gesang anstimmen, das macht er sowieso. Und dann kriegt jeder Verbündete kriegt dann 2,4 Ausdauer. Plus 1 auf alle 3 Stufen, das ist auch nicht schlecht. Hm. Wahrscheinlich kriegt man 2,4 Punkte Ausdauer pro Sekunde. Hm. Ich hätte ihm aber lieber gern erstmal was Offensives gegeben, nämlich entweder Scharfschütze. Defensiv haben wir nichts Besonderes und Unterstützung eigentlich auch nicht. Also entweder Scharfschütze, dass er besser treffen kann, oder aber Edelmann war es. Nein. Abenteurer? Nein. War Soldat? Ja, Arkebuse ist Soldat. Er hat nämlich eine Arkebuse in der Hand. Oder Arkebuse. Ich kann kein Französisch. Plus 6 Genauigkeit für die Arkebuse. Oder halt plus 5 Genauigkeit gegen Feinde der Distanz. Das sind beides eigentlich recht gute Sachen. Nehmen wir erstmal hier Genauigkeit allgemein, weil wir in kürzerer Distanz oder auch gut treffen können. So. Und nächste Stufe. Wissen und Athletik. So, wir können eine neue Phrase auswählen, also eine neue Gesangsstrophe.
Die klingen auch ziemlich lustig teilweise. Abgestumpfter Grat, abgestumpfte Spitze. Dick wurden ihre Zungen über Worte stolpert. Kommt sanfte Winde des Todes. Entzieht einem Feind im Wirkungsbereich einen Teil der Ausdauer. Minus 2,4 Ausdauer pro 3 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Verringert die Konzentration von Feinden im Wirkungsbereich.